Nee, letzte Runde war... Hätte besser sein können, aber war okay. War. 15 Fragen trennen Sie von Lass der Million. Mal so durch. Sie haben drei Joker, den 50-50-Joker, den Telefon-Joker und den Publikums-Joker. Publikums-Joker. Sind Sie bereit? Okay, dann kann's losgehen. Hier ist die 100-Mark-Frage. Aber da geht mehr. Ich fühl das. Jemanden, mit dem man nichts zu tun haben will, kann man dem Volksmund nach nicht... Ausstehen. A. Hören. Nee. B. Fühlen. C. Schmecken. Sehen. D. Riechen. Nee, riechen. Ja, riechen geht auch, klar. Glückwunsch, 100 Mark. Wir machen einmal nur so einen richtigen Lauf. Es geht weiter mit der 200-Mark-Frage. Vor Gras übrigens Leber, falls man beim Leber schaut. Wie nennt man einen Halbschuh ohne Schnürsenkel und mit flachem Absatz? A. Slipper. Ja, genau. B. Flipper. Ja. C. Clipper. Mhm. D. Tripper. Na dann. Also Sie, wenn ich die Antwort angenommen habe, gibt es kein Zurück mehr. Sie könnten Ihre Meinung aber noch ändern, wollen Sie? Ich würde meine Meinung nicht ändern. Und schon 200 Mark auf der Habenseite. Ich bin gespannt, wie es letzte Folge am Ende rüberkam. So einfach direkt eingeloggt. Auf 13 Fragen bis zur Million. Ob da jemand gedacht hat, so, oh ja, das, Sie diese Frage wer weiß das. Muss nur den Anschein erwecken, als würde man was wissen. Wo und dann scheitern. Wo werden die Opern Giuseppe Verdis alljährlich zum Besten gegeben? A. Nadel. Okay. B. Verona. Ja. C. Estefania. Ja. D. Nora. Verona. Verona, Italia. Super, super, super. 300 Mark. Schön ist, bei vielen Fragen kannst, wenn du die Antworten änderst, das Fragenniveau ganz Fragen woanders hin. Hier mit vier ordentlichen Städten, 8.000, sag ich mal, 16.000. Wie nennt man einen Einsiedler noch? A. Klausener, B. Bertner, C. Ralfner, D. Fritzner. Was? Was bitte? Habe ich irgendwas verpasst, oder? Was klingt denn, also Ralfner klingt ja wirklich beschissen. Bertner? Klausner? Fritzner? Fritzner ist Quatsch. Klausner oder Bertner? Klausner? Klausner? Sie haben noch alle drei Joker. Ich assoziiere Klausner mit Knauser gerade, das ist den nicht 50-50 gut. Joker, Bertner. Den Telefon-Joker und Sie können noch das Publikum befragen. Ja, komm. Klaustrophobie. 500 Mark. Ja! So, tief einatmen. Sie stehen vor der wichtigen 1000-Mark-Hürde. Noch 11 Fragen bis zur Million. Wenn es läuft, dann läuft es. Konzentrieren Sie sich. Hier kommt Ihre Frage. Bitte. Wer landete mit Smooth einen Riesenhit? A. Lupo. B. Corsa. C. Santana. D. Granada. Wer ist Felipe Santana? Wer ist das? Warum ist, wer ist das? Warum ist der Musiker? Als Lupo kam ich gesagt, ja, das ist es. Oh, ist das jetzt wieder scheiße? Mm. Noch können Sie alles verlieren. Denken Sie also in Ruhe nach, bevor Sie antworten. Das allerletzte Wort? Nein, eben nicht. Tja, diese 1000 Mark kann Ihnen keiner mehr nehmen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Leute, das ist wichtig. Na, gratuliere, 1000 Mark haben Sie schon mal sicher. Und hier kommt auch schon die 2000-Mark-Frage. Muss ich mal kurz, warte. Welche Sendung läuft nicht bei RTL? Santana Smooth. A, oder Felipe Santana oder irgendwas. B. Punkt 12. C. Nur die Liebe zählt. Liebe. D. Hinter Gittern. Nicht Scolari, meine Güte. Google, gehst du mir wieder auf den Sack. Ich mach das gleich. Felipe Santana ist ein Fußballer. Oh Mann, wäre ich auf die Schnauze geflogen. Wie hieß der Typ jetzt?
Santana Smooth. Immerhin wusste ich, Santana ist ein Nachname von irgendwas. Santana Smooth. Ah, der hieß wirklich, der hieß Santana einfach nur. Das war sein Künstlername oder was weiß ich. Lassen Sie sich Zeit. Sie haben noch alle drei Joker. Den 50-50-Joker, den Telefon-Joker und den Publikums-Joker. So. Nur die Liebe zählt, ist Sat.1. Familienduell könnte RTL sein. Punkt 12 ist RTL hinter Gittern. Frauenknast ist eine RTL-Serie. Nur die Liebe zählt, müsste bei Sat.1 gelaufen sein. Sie haben noch alle drei Joker. Mit Kai Pflaume. Ich weiß, dass ich drei Joker habe. Ich würde es gerne einloggen. Vielleicht lief es 2000 Mal. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben eben 2000 Mark gewonnen. Felipe Santana. Ja, Dortmund, hat bei Dortmund gespielt. Ja. Glück. Das war nur. Na, wer sagt's denn? Läuft doch großartig. Sie stehen momentan bei 2000 Mark. Mit dieser Frage können Sie Ihren Gewinn verdoppeln. Hey ho, let's go. Was sollte für die Berliner nach der Schlacht von Jena 1806 erste Bürgerpflicht sein? A. Ordnung. B. Ruhe. C. Disziplin. D. Gehorsam. Wüsste nicht, wie man sich das irgendwie ableiten soll. Okay, Sie setzen den Telefonjoker. Tja, dann wollen wir mal sehen, ob man Ihnen telefonisch weiterhelfen kann. Berliner Ordnung. Rufen wir an. A klingt gut, aber... Oder kommt daher vielleicht Ruhe bewahren, oder... Hallo? Hallo Dagmar. Dagmar, das gibt's doch nicht. Das dritte Mal. Ja. Das würde ich niemand anderen kennen. Ihr Freund braucht Ihre Unterstützung bei einer kniffligen Frage. Es gibt fast 4000 Mark. Ja, dann will ich mal sehen, ob ich helfen kann. Wie ist denn die Frage? So, komm, Schluss. Dagmar, 2-1 für dich. Du musst es nur wissen. Hier ist Ihre Frage. Eine der vier Antworten bedeutet für Ihren Freund klingende Münze. Was sollte für die Berliner nach der Schlacht von Jena 1806 erste Bürgerpflicht sein? A. Ordnung. B. Ruhe. C. Disziplin. D. Gehorsam. 1806? Du liebes Bisschen. Das ist ja eine Ewigkeit her. Ich weiß nicht mal, worum es in der Schlacht von Jena ging. Gefühlsmäßig würde ich auf Ruhe tippen. Das klingt doch ganz gut. Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Jetzt müsste man sich in Geschichte besser auskennen. Danke, Dagmar. Und, Servus. Ha, jetzt wird's interessant. Dagmar denkt, B ist richtig. Dagmar, 1-2, du bist aber jetzt offiziell ein nicht vertrauenswürdiger Telefonjoker. Ruhe ist die Ordnung ist die... Ist es ein Spruch, den man kennen sollte? So, Ordnung ist die erste Bürgerpflicht oder so. Ist die erste Bürgerpflicht, Gehorsam, Disziplin ist die erste. Ist es A oder B? Aber wenn es jetzt A ist, muss ich sauer werden. Ihre Antwort ist also B. Nee, bin ich noch nicht sicher. Nee. Dagmar, ich vertraue dir an dieser Stelle nicht. Soll ich die Antwort annehmen? Wenn es richtig ist, hast du einfach gut geraten und ich nicht. Das hat überhaupt nichts zu heißen. 2000 Mark hatten sie schon. Ah, Scheiße. Was haben sie jetzt? Leider nur noch 1000. Die Antwort ist falsch. Nie im Leben. Never. Hey, Kopf hoch, das Leben geht weiter. Einfach blind reinraten kann ich auch. Sie haben sich sehr wacker geschlagen. Versuchen Sie es doch in der nächsten Ausgabe von Wer wird Millionär? Einfach noch einmal. Ich habe das Gefühl, ich kann wenn dann immer nur zum Ende einer Folge abräumen. Ich weiß auch nicht warum. Es ist ein Phänomen, was ich nicht gut heiße, ganz ehrlich. Ich würde gerne einfach jetzt gewinnen, so. Sieg. Na dann, viel Glück. Wir fangen natürlich wie immer ganz einfach an. Hier kommt Ihre 100-Mark-Frage.
Was ist keine Frucht? Ja. A. Ananas. B. Banane. C. Mandarine. D. Kakadu. Würdige 100 D-Mark Frage. Natürlich 100 Mark. Hier kommt die 200-Mark-Frage. Ist es wirklich ein Spruch, Ruhe ist die erste Bürgerpflicht? Sagt man das so? Der Appetit kommt bekanntlich beim Essen. A. Fernsehen. B. Einkaufen. C. Diäten. D. Essen. Ohne Zweifel ganz Essen, sicher. Essen, Duisburg, Gelsenkirchen, Köln. Das wären mal tolle Antworten gewesen. Und schon 200 Mark auf der Habenseite. Rupp. Noch 13 Fragen bis zur Million. 300 Mark, wenn Sie diese Frage richtig beantworten. Was kennt man aus dem Chemieunterricht? Gute Noten. A. Salpetersäure. Ja, das. B. Salpaulsäure. C. Salpatricksäure. D. Salphilipsäure. Ich weiß nicht mehr, was Salpetersäure war, aber... Super, super, super. 300 Mark. Ich glaube, die hatte Stickstoff drin, Stickstoffatom. Noch 12 Fragen bis zur Million. Aber zuerst möchte ich für 500 Mark eine Antwort auf diese Frage. Wie nennt man den Träger über einer Wandöffnung? A. Niedergang. B. Fall. C. Ausrutscher. D. Sturz. Treppensturz. Den Begriff gibt's. 500 Mark. Das muss ich nachfragen. Das ist wichtig. Wenn Sie die nächste Frage richtig beantworten, haben Sie 1000 Mark sicher. Petersäure. Und hier ist die Frage. Bingo. Und wusste ich doch, HNO3. Was entsteht durch Abkochen von Pflanzenteilen in Wasser? Hat ein N-Plus drin. A. Absud. B. Makramee. C. Manitou. D. Abszess. Sind Sie ganz, ganz sicher? War Makramee nicht einer der Begriffe bei dem... Tja... Diese 1000 Mark kann Ihnen keiner mehr nehmen. Bei der Großwindanlage. Was soll denn das jetzt sein? Das zweite Mal, dass mir der Begriff über den Weg läuft. Makramee. Na gratuliere, 1000 Mark haben Sie schon mal sicher. Und hier kommt auch schon die 2000 Mark Frage. Nee, eine textile Technik, bei der Fäden zu verschiedenen Mustern geknüpft werden. Welchen Titel tragen indische Fürstinnen und Fürstenwitwen? Sultan. A. Biga. Nee, keine Ahnung. B. Begum. Mm. C. Bema. Oh. D. Oh. Beo. Das ist doch wieder für den Arsch. Ich habe ja nicht mal ein Gefühl für diese Frage. Ich kann nicht mal was ausschließen, wo ich einen Begriff, wo ich sage, das ist was ganz anderes. Sie haben noch alle drei Joker. Den 50-50-Joker, den Telefon-Joker und Sie können noch das Publikum befragen. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse Sie möchten also telefonischen Rat einholen. Gut, rufen wir an und hören wir uns mal die Expertenmeinung an. Hoffentlich führt man Sie nicht auf einen falschen Weg. Ich sag B, weil es klingt bescheuert. Dämlich. Nicht Dagmar, tu mich nicht an. Hallo? Hallo Dagmar, willkommen bei Wer wird Millionär? Ja, hallo. Hören Sie. Der Dagmar-Flug. Vor mir sitzt ein Freund von Ihnen. 1000 Mark hat er schon. Mit Ihrer Hilfe könnten es 2000 werden. Ja, dann will ich mal sehen, ob ich helfen kann. Wie ist denn die Frage? So, Schluss, genug geplaudert, Dagmar. Hier ist Ihre Frage. Eine der vier Antworten bedeutet für Ihren Freund klingende Münze. Welchen Titel tragen indische Fürstinnen und Fürstenwitwen? A. Biga, B. Begum, der Dagmar-Flug. C. Bema, D. Beo. Es sei denn, er wird noch überstimmt von irgendwas. Das ist schwierig. Ich war doch noch nie in Indien. Woher soll ich das denn so wissen? Ja, wo ist es? Warum ist es eine 2000-Mark-Frage? Habe ich irgendwo schon mal gehört. Ja, das ist B. Ja, habe ich auch gesagt. Begum könnte richtig sein. Oder? Voller. Danke, Dagmar. Und, Überzeugung Servus. Gesagt. Ha, jetzt wird's interessant. Dagmar denkt, B ist richtig. Das allerletzte Wort?
Ja, ist bestimmt richtig. 1000 Mark und 1000 Mark sind nach Adam Riese 2000 Mark. Glückwunsch. Na, wer sagt's denn? Läuft doch großartig. Sie stehen momentan bei 2000 Mark. Mit dieser Frage können Sie Ihren Gewinn verdoppeln. Der Originaltitel, also nee, der männliche Titel ist Beek und dann Beek. Wer wurde 1969 Staatsoberhaupt Libyens? Was sind denn das für Fragen? A. Queen Elizabeth II. B. Idi Amin. C. König Faisal III. D. Muammar al-Gaddafi. Ich habe ja wirklich keine Ahnung. Wurde er nicht mehr kolonialisiert. Das kann nicht Elisabeth sein. Idi Amin. Idi Amin war... Den Namen kenne ich. Das war irgendeine Freiheitsbewegung. Das könnte... Ich nehme mal ihn. Das die Runde ist sowieso schon wieder scheiße. Diese Runde will ich nichts zu tun haben. Das tut mir ja, leid. Ja, das Spiel kann sich ficken gehen, ganz ehrlich. Daneben. Scheiß Gesicht war knapp daneben. Hey, Kopf hoch, das Leben geht weiter. 1000 Mark gehören Ihnen. Sie haben sich sehr wacker geschlagen. Versuchen Sie es doch in der nächsten Ausgabe von Wer wird Millionär? Einfach noch einmal. Ich meine, ich kenne Gaddafi, aber dass der Libyen war? Ich hätte ihn irgendwo anders zugeordnet. Zu irgendeinem anderen Land. Oh ja. Wer kennt sich schon mit Libyen aus? 15 richtige Antworten und schon sind Sie Millionär. Fangen wir an. Für 100 Mark möchte ich Folgendes sagen. Jetzt noch schön durchlesen, wer Idi Amin war. Uganda. Ah, scheiße. Welcher Frosch kann nicht quaken? A, ugandischer Diktator. B, Wasserfrosch. Freiheitsbewegung. Ja. D. Knallfrosch. Hat ein bisschen gewackelt, aber na gut. Idi Amin, Uganda. 1971 bis 79. Okay, die ersten 100 Mark gehören Ihnen. Ich hätte gerade irgendwie so, nach Afghanistan. Was halten Sie davon? Die 200 Mark Frage. Das war... Ach du lieber Augustin, alles ist... Habe ich noch nie gehört. A. Vorbei... B. Aus, C. Zu Ende, D. Hin. Sie sagen also A. Kenn ich nicht. Oh je, das war's leider schon. Das war's mit deinem Gesicht, weil ich dich gleich kaputt prügeln. Oh je, so schnell kann's gehen. Manchmal stolpert man über die einfachsten Fragen. Naja, vielleicht haben Sie beim nächsten Mal ja mehr Glück. Das hat doch mit einfach nichts zu tun. Also, ich persönlich finde, nach Versmaß zu gehen, bei solchen Sprichwörtern, weil die meistens aus Gedichten oder Liedern entstammen, deutlich sinnvoller, als nach einem Reim zu gehen. Meistens liege ich damit richtig. Na dann, viel Glück. Weil das passt wirklich in kein Versmaß. Ach, du lieber Augustin, alles ist hin. Das, vollkommen aus dem Rahmen fällt das. Was zeigt die ARD sonntags um 18.40 Uhr? Stimmt, Monitor oder so. A. Kastanienallee. Nee, A. Lindenstraße. B. Eichenchaussee. C. Buchenweg. D. Lindenstraße. Ja, komm mal weiter. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse. Glückwunsch, 100 Mark. Ah. So, was halten Sie davon? Ich würde die 200 googlen, aber ich bin zu langsam zum Tippen. Dieses 8 lieber aus, die Scheißding. Wer nicht vorankommt, tritt redensartig. Ja, auf der Stelle. A. Auf die Bremse. Nein. B. Auf der Stelle. Ja. C. In die Pedale. Ja. D. In den Hundehaufen. Natürlich. Ich meine, nicht mal D kann mich aufmuntern. Das ist ja angepisst. Also, es ist Antwort B. Ja, meine ich. Lock es ein. Und schon 200 Mark auf der Habenseite. Noch 13 Fragen bis zur Million. 300 Mark, wenn Sie diese Frage richtig beantworten. Ich bin ganz ruhig und entspannt.
Wie lautet der Name einer legendären australischen Hardrock-Band? A. AC/DC, B. ABCD, C. CDU/CSU, D. ARD/ZDF. Das steht doch in keinem Verhältnis. Na weiter so. Zur Frage nach diesem komischen Augustin-Spruch. In jedem Leben ist das schwerer als das von gerade. Sie stehen Never. Momentan also echt nicht. Bei 300 Mark. Sieht doch ganz gut aus. Na, werfen wir einen Blick auf die 500 Mark Frage. Absolut unverhältnismäßig. Weil selbst wenn man ACDC nicht kennt, kann man drei Dinger wirklich ausschließen. Einen Song. YMCA. A. UNESCO. B. Greenpeace. Oder CVJM auf C, Deutsch. YMCA. D. AOK. Young Men Christian Association. Völlig richtig. Ja. Christlicher Verein junger Männer. Gutes Song. Kann ich auf dem Klavier spielen. Tief einatmen, Sie stehen vor der wichtigen 1000-Mark-Hürde. Noch 11 Fragen bis zur Million. Konzentrieren Sie sich. Hier kommt Ihre Frage. Ist eigentlich ein Handbuch dabei bei diesem Spiel? Welches Flugzeug wird im Volksmund Jumbojet genannt? Airbus A380. A. Learjet 60. B. Tupolev TU-154. C. Airbus A320. 320, D. Boeing 747. Oh, jetzt, nee, oh, jetzt, da wackel ich wieder. Boeing 747. Ich werde mich vor dieser Frage drücken, indem ich hier lese. Also ich kann diese dämliche, ist das Ihre endgültige Antwort, nicht überspringen. Scheinbar. Noch können Sie alles verlieren. Ja, genial. Denken Sie also in Ruhe nach, bevor Sie antworten. Das ist Airbus war meine erste Intuition, der vertraue ich jetzt. Und Sie sind absolut sicher, ja? Warum? Ich bin es auch. Die Antwort ist leider falsch. Boeing 74, leck mich am Arsch. Mann, oh je, so schnell kann's gehen. Manchmal stolpert man über die einfachsten Fragen. Ich hasse Fragen. Diese falschen Assoziationen. Vielleicht haben Sie beim nächsten Mal ja mehr Glück. Warum? Natürlich ist die Boeing. Thank you.